ein Seitenblick auf den Schwarzsee, wo also fantastische Aussichten sind heute, nicht nur wettermäßig, sondern natürlich auch was das Ambiente betrifft. Und während der Schwede doch den Rettungsring bevorzugt, haben wir jetzt da unsere Olympiastarterin und WM-Teilnehmerin, Europameisterschaftsfinalistin Nadine Brandl. Nadine, sei so lieb und zeig uns ein bisschen was im Wasser. Ja? Wir freuen uns ja, dass du die Tennislandschaft bereicherst, auch beim Turnier. Jetzt werden wir mal schauen, was da geboten wird, sozusagen. Es ist ja jetzt die Off-Season, das muss man sozusagen vielleicht verteidigend dazu sagen, aber das ist eh schon sensationell. Also ich glaube, die Tennisspieler gehen so nicht baden, wenn sie einmal ein Match verlieren. Das kann man auf jeden Fall schon so sagen. Und es ist großartig, wie man da auch wieder auftaucht. Das könnte man dem Andi Heidermaurer nach seiner Niederlage da also auch ans Herz legen, so ambitioniert wieder aufzutauchen. Die Nadine ist cool, weil die nützt das Ganze, den ganzen See aus. Danke vielmals, eine großartige Vorstellung. Man ist natürlich jetzt beeindruckt. Vielleicht kannst du uns noch ganz kurz sagen, was dich jetzt da herführt, was dich auch mit Andi Heidermaurer verbindet und wie du seine Partie beurteilst vor allem. Ja, ich glaube, bei der Beurteilung von der Partie halte ich mich eher zurück, weil die Tenniskenntnisse reichen dann doch nicht so ins Professionelle. Naja, aber dann machen wir es anders. Du warst gestern bei der Spielerparty. Das war dann schon eher dein Terrain, oder? Nein. Auch nicht? Ich bin eigentlich lieber am Zuschauen am Platz und genieße die Atmosphäre dort in der Halle. Und ich kann das eigentlich von Sportler zu Sportler dann verstehen, wie man sich freut über eine gute Stimmung in der Halle, über die Unterstützung vom Publikum und wie man halt das ganze Flair genießen kann. Super, dann wünsche ich dir noch viel Spaß in Kitzbühel. Danke für diesen kurzen Einstieg. Und wir hoffen natürlich auf weitere Höhenflüge im wahrsten Sinn des Wortes.